und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, was gefällt mir bei Ark Survival Ascended am meisten Video. Es sind fünf Sachen, die mir wirklich die herausstechen in Ark Survival Ascended und die natürlich nicht nur mir gefallen, sondern eigentlich auch allen anderen Leuten. Es ist natürlich nicht nur limitiert auf fünf Sachen, also gerade die Bugfixes, dass man jetzt den Reload-Bug nicht mehr hat oder viele kleine andere Sachen machen das Spiel halt auch deutlich besser und angenehmer zu spielen als Survival Evolved. Aber die fünf Sachen, die jetzt gleich folgen werden, sind für mich Sachen, die das Spiel schon jetzt nach, ich glaube, 2 Monaten und immer noch natürlich Early Access mit Fokus auf Bugfixes zu einem so viel besseren Spiel machen als Survival Evolved. Und ich, ja, angesichts dieser Sachen mich sehr, sehr freue, was wir in Zukunft erwarten können. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Hinterlasst auch gerne mal einen Kommentar, was euch an Survival Ascended bisher so am meisten gefällt. Und ja, ich würde sagen, wir starten los. Eine der besten Sachen bei Ark Survival Ascended finde ich tatsächlich, dass es das Movement-Leveln gar nicht mehr gibt, weder für Spieler noch für Dinos. Denn ja, eigentlich hat jeder Dino so seine Nische, sei es jetzt der Kano oder der Alo, die sehr schnell sprinten können. Oder ja, Dinos wie der Gallimimus, die wirklich nur aufs Reisen programmiert sind und dementsprechend einfach sauschnell sind. Und was einfach obsolet wurde, weil man selber als Spieler so schnell war, dass man eigentlich jeden Dino outrunnen konnte. Außer vielleicht ein Alpha. Und auch, dass die Dinos, die jetzt Nischen hatten, die sie schneller oder langsamer machten, ja, das nicht mehr konnten. Und, ist mit auf Low? Kommt ihr? Und ich finde es so cool, dass jetzt wirklich mal merkbar ist, wie schnell oder langsam so ein Dino ist. Denn, was man vorher nicht gemerkt hat, so ein Rix ist sauschnell. Wenn man vor dem weglaufen will, ist man halt schon mal, die drei holen einen locker ein. Dann ist man halt schon mal weggesnackt. Und das finde ich eine richtig coole Neuerung, weil es nicht nur gemoddeten Dinos die Möglichkeit bringt, neue Nischen zu erfüllen als Reisemount oder sonstiges, sondern auch den Vanilla-Dinos, die wir schon in-game haben, Nutzen zurückbringt, der vorher einfach irrelevant geworden ist. Sei es im PvP, im PvE, als Solospieler oder halt in Gruppen. Die Map. Es ist, ich glaube, für jeden ersichtlich, wie gut die neue Ark Survival Ascended The Island Map ist. Es ist so viel besser geworden, und das sage ich jetzt nicht nur durch die neuen Wettereffekte, die man jetzt viel mehr merkt, wie irgendwie Nebel im Schneegebiet oder hier zeitweise niedrige stehende Wolken, sondern die ganze Map ist einfach viel, viel besser. Wir haben überall jetzt sehr hohes Gras, das muss jetzt leider laden, deshalb habe ich es nicht um mich herum, was es sehr schwer macht, kleine Dinos zu sehen und damit eine neue Herausforderung gibt. Wir haben das Foliage, was sich jetzt bewegt, wenn man möchte, wo man irgendwie Dinos auf einmal aus dem Wald rausbrechen sieht, was ziemlich scary sein kann. Wir haben die neuen Felsen und Schluchten, die so viel natürlicher aussehen. Sorry, ist ein bisschen hakelig, ich habe nur 10 FPS gerade. Der Redwood sieht sowas von geil aus. So ein Unterschied zu vorher. Mit den niedrig hängenden Wolken, mit den Sonnenstrahlen, die durchgehen. Es ist nicht mehr so saudunkel, trotzdem aber dunkler, einfach weil es halt riesige Redwood-Bäume sind. Das macht so viel authentischer als vorher. Der Vulkan sieht drumherum anders aus. Er ist einfach jetzt ein richtiger Marker in der Landschaft. Er sieht oben ganz anders aus. Also die Lava und auch Wasser sieht so viel besser aus. Komm, jetzt übertreib nicht. Ich weiß, dass meine Grafik schlecht ist. Es sieht natürlich auf epischer Grafik nochmal ganz anders aus. Die Wolken, die einfach mal irgendwie niedrig hängen und einem die komplette Sicht versperren, wenn man irgendwo auf dem Berg hochfliegen will. Richtig, richtig gut. Die ganzen Berge haben eine ganz andere Ästhetik, eine ganz andere Herausforderung als vorher, wo nur drei Steine die Landschaft geprägt haben. Das Licht sieht nachts auch viel besser aus. Ich guck mal kurz, ob ich das reinkriege. So. So. Kurz warten, bis alles gemerkt hat, dass es gerade Nacht geworden ist. Das dauert manchmal ein bisschen. Also die Wolken, der Himmel, das Aurora-Licht, das Licht von den Arcs, gerade vom roten und grünen Arc, das haut so in die Landschaft rein. Es ist geil, dass es immer noch den Bug gibt, wie es mit diesem Tag-Nacht-Gedöns.
Ja, das hat so viel mehr Ästhetik als The Island in Vanilla als erste Map. Eine weitere Sache, die ich bei Ark Survival Ascended richtig toll finde, ist das neue Lichtsystem. Und zwar sieht man das Licht nicht mehr von außen, aber man sieht es drinnen sehr stark scheinen und es ist realistisch. Es ist nicht mehr dieser sehr, dieser sehr ja, dominante Lichtkegel, den zum Beispiel diese Omni-Lichter werfen, sondern es ist ein dynamischer Lichtkegel, der ja hier ausfadet, der zentriert ist und der halt einfach sich natürlich in den Raum ergibt und nicht mehr so widerlich, ja, außer dass es ein Türchen gibt, wenn es so anders ist, ja, nicht mehr so statisch in den Raum rein blöppt. Dasselbe auch hier, wo jetzt das Känguru zum Beispiel angeleuchtet wird. Und wenn man in den Raum reingeht, sieht man einfach, das ergießt sich richtig flüssig in den Raum rein. Das hört sich sofort an. Und ist nicht mehr diese statische, was wir in Ark Survival evolved haben. Eine weitere Sache, die ich bei Survival Ascended richtig cool finde, in beide Seiten, sowohl bei wilden als auch bei gezähmten Dinos, ist das neue AI-Pathfinding-System. Wenn ich dem Säbelzahn jetzt zum Beispiel sage, er soll mir folgen und ich renne auf die komplett andere Seite dieser Wand, kommt er mir trotzdem hinterher. Das ist so cool, man kann einfach Dinos anpfeifen und sie folgen einem. Sie folgen, die muss ich aber kurz mal rausführen, weil mit Spikes haben sie tatsächlich Probleme, weil viele Dinos mit Spikes überlaufen können. Sie folgen einem durch etliche Ecken, das ist so cool. Sie können über Steine laufen, um Steine herumlaufen. Können um so einen ganzen Wald herumlaufen. Richtig, richtig gut, diese Verbesserung. Jetzt einfach hier zwischen diesen ganzen Dingern rumlaufen und eigentlich sollte er in der Lage sein, ja, einfach außen rumzulaufen, bis er wieder bei mir ist. Das ist so eine gute Verbesserung und ja, das trifft natürlich auch KI-Dinos. Zum Beispiel Dinos, die jetzt viel zu weit weg sind, ja, können diese Dinos jetzt, wenn man auf Steinen steht und sie kommen theoretisch auf diese Steine drauf, können sie auf Steine rauflaufen. Sie können um Steine herumlaufen, um Bäume herumlaufen. Leider jetzt gerade nichts hier, was schnell genug ist. Das heißt, sie können auch um Fallen herumlaufen. Sie laufen nicht mehr in Fallen rein. Gezähmte Dinos springen nicht mehr irgendwelche Klippen einfach herunter. Das ist manchmal richtig, richtig nervig. Gerade wenn man nur die Klippe hat. Manchmal aber auch richtig, richtig cool, weil diese Dinos halt einfach ihren Weg finden und manchmal stupide irgendwelche Zähmfallen bauen kann, in die die Dinos dann stupide reinlaufen. Und unter Wasser. Unter Wasser ist so viel besser geworden durch die ganzen Partikel, durch dieses, durch das, ja, dieses nicht mehr so klar sein. Es ist jetzt richtig scary, wenn irgendwie Haie ankommen. Weil die auf einmal aus dem Nichts rauskommen. Und auch unter Wasser in der Tiefsee hat man jetzt komplett hoch. Bin ich in der Tiefsee? Komplett andere Herausforderung, wenn ich irgendwie hier unten mal ankomme. Kann das auch sehen. So. Erstmal haben wir hier sehr viel von Genesis drin. Ein bisschen von Aberration. Also die Tiefsee wurde einmal komplett überarbeitet. Sie sieht viel besser aus jetzt. Und dadurch, dass es hier so dunkel ist, so siffig, ist es halt auch hier richtig scary, wenn plötzlich irgendwo aus dem Gebälk Moser rauskommt, die verdammt schnell sind. Oder ein Plesio. Oder auch ein Thosoteutes. Oder irgendwie so ein scheiß Hai, das mich in Ruhe lassen möchte. Es hat so viel Charakter jetzt mit dem ganzen Lichtzeug, mit den ganzen verschiedenen Algen. Nur Plesio. Und es ist einfach ein ganz anderes Kaliber jetzt als vorher. Also der Unterwasser ist jetzt nicht nur richtig scary, sondern es macht auch richtig Spaß, hier rumzuschwimmen und nicht zu wissen, wo man gleich hinkommt, weil es so dunkel ist, dass man einfach nichts mehr sieht. Oder einfach so leuchtet, dass man sich dann denkt, what the fuck ist eigentlich hier los?